Wir wollen uns jetzt die Eigenschaften von Spannungsquellen genauer anschauen. Und eine ideale Spannungsquelle ist eine solche, die immer die gleiche Spannung liefert, egal wie viel Strom fließt, egal wie groß die Leistung ist, die man dieser Spannungsquelle entnimmt. Eine reale Spannungsquelle dagegen, deren Spannung nimmt ab, je mehr Strom fließt, je mehr Leistung entnommen wird. Und diese Abnahme der Spannung, der sogenannten Klemmspannung, die schreibt man einem Innenwiderstand zu. Das heißt, man führt ein Ersatzschaltbild ein, bei dem man sozusagen eine ideale Spannungsquelle kombiniert mit einem Innenwiderstand, an dem dann eine Spannung abfällt, je größer der Strom ist, der durch diesen Widerstand hindurchfließt. Ja, wenn man einer Spannungsquelle Leistung entnimmt und ein Strom fließt, dann bleibt idealerweise die Spannung bei einer idealen Spannungsquelle konstant. Bei der realen Spannungsquelle nimmt die Spannung aber etwas ab und man stellt fest, dass näherungsweise diese Abnahme der Spannung proportional zum fließenden Strom ist. Und wegen dieser Proportionalität kann man jetzt ein Ersatzschaltbild verwenden, bei dem man hier eine ideale Spannungsquelle hat mit einer Quellspannung U0, die nicht von der Stromstärke abhängt, sondern immer konstant bleibt, und hier dem separat gezeichneten Innenwiderstand RI, durch den der Strom durchfließt, eher die äußeren Klemmen dieser Spannungsquelle erreicht. Und an diesem Widerstand fällt dann unvermeidlich eine Spannung ab, die wir hier an den Klemmen nicht mehr nutzen können. Dann können wir mit dem Ohmschen Gesetz leicht ausrechnen, dass die Spannung, die an dem Widerstand abfällt, gerade der Widerstandswert RI mal der Stromstärke I ist. Und damit erhält man für die Klemmspannung U dann ganz einfach, dass die gegeben ist als die Quellspannung U0 minus der Spannung, die an dem Widerstand abfällt, also RI mal I. Denn die Summe hier aus U und U0 und der hier abfallenden Spannung RI mal I muss ja nach der Kirchhoffschen Maschenregel gerade 0 ergeben. Ja, das wollen wir uns jetzt im Experiment hier anschauen. Ich habe hier eine ganz einfache handelsübliche Batterie, so eine Monozelle mit einer Nennspannung von 1,5 Volt. Und da habe ich hier ein Messgerät angeschlossen und das zeigt uns jetzt hier 1,589 Volt an. Und jetzt wollen wir diese Batterie belasten. Dafür haben wir hier so einen Lastwiderstand mit maximal 11 Ohm. Den können wir dann entsprechend einstellen und den Widerstand variieren und können dann hier aus der Batterie einen unterschiedlich starken Strom ziehen und können gleichzeitig beobachten hier, wie sich die Spannung dann verändert. Ja, wir wollen uns das im ersten Schritt jetzt qualitativ anschauen. Ich schließe jetzt hier also unseren Lastwiderstand an und den anderen Pol auf dieser Seite hier. So, der Widerstand ist jetzt auf 11 Ohm eingestellt und wenn ich jetzt hier das Kabel reinstecke, dann sehen Sie schon, dass hier die Spannung an der Batterie abfällt auf 1,514 Volt. Verändert sich auch noch so ein bisschen im Laufe der Zeit. Wenn ich wieder abziehe, dann steigt es wieder fast auf den ursprünglichen Wert an. Auch hier hat man so ein leichtes Nachlaufen. Das kommt durch die chemischen Eigenschaften der Batterie, die dann zum Beispiel innen auch ein bisschen warm wird oder die chemischen Prozesse, die dort nur langsam ablaufen. Wenn ich jetzt hier den Widerstand verringere, dann sehen wir qualitativ schon mal, dass dann die Spannung sehr viel stärker abfällt, hier um ungefähr 0,2 Volt sogar. Und das wollen wir jetzt auch noch quantitativ messen und dafür baue ich jetzt hier noch ein Amperemeter dazwischen. Anstelle von dieser direkten Leitung zu unserem Lastwiderstand verwenden wir jetzt hier eine Leitung mit dem Ampermeter in der Mitte der Leitung hier. Das ist eingestellt auf 10 Ampere, das heißt, wir können jetzt hier mit einem großen Strom belasten. Ja, und wir können jetzt einige Messpunkte aufnehmen bei unterschiedlichen Widerständen, sprich bei unterschiedlichen Strömen, mit denen wir die Batterie belasten. Als erstes hier mit 0,125 Ampere belastet, haben wir eine Spannung von 1,506 Volt. Und ich ziehe mal immer zwischendurch das Kabel wieder ab, damit
das Kriechen hier, das Nachlaufen der Spannung nicht so einen großen Effekt macht, schiebt den Widerstand ein bisschen weiter. Und jetzt belaste ich mit 0,197 Ampere, haben wir 1,477 Volt. Und so fahren wir jetzt fort und nehmen eine Messreihe auf. Jetzt haben wir ungefähr ein halbes Ampere und nur noch 1,375 Volt. Jetzt verändert die Batterie auch ihre Spannung schon etwas schneller, weil sie sich entleert. ...0,824 Ampere, 1,273 Volt und einen Schritt können wir noch weitergehen. Jetzt haben wir 1,38 Ampere und nur noch 1,12 Volt. 1,1. Sie sehen, jetzt dauert es etwas länger, bis die Batterie wieder ihre volle Spannung erreicht. Das ist ein nicht ohmsches Verhalten, dieses Nachlaufen der Spannung. Aber da ich diese Verbindung hier immer nur kurz hergestellt habe, können wir trotzdem näherungsweise davon ausgehen, dass die Leerlaufspannung hier so zwischen 1,54 und 1,58 Volt gelegen hat und daraus den Innenwiderstand der Batterie jetzt berechnen. Ja, ich habe hier die Messdaten unseres Experiments nochmal als Diagramm dargestellt. Wir haben hier aufgetragen die Spannung, die wir gemessen haben, also die Klemmspannung der Batterie und hier die Stromstärke, die geflossen ist. Und wir sehen sehr schön einen linearen Zusammenhang, der hier die Abnahme der Klemmspannung als Funktion der Stromstärke zeigt. Als rote Kurve habe ich hier eine Ausgleichsgerade hineingefittet und wir erhalten als Funktion die Spannung U, also die Klemmspannung U ist 1,54 Volt. Minus 0,308 Volt pro Ampere mal der Stromstärke I. Und dieser Vorfaktor hier, der negativ ist, weil wir hier eine Abnahme der Spannung mit zunehmender Stromstärke haben, den hätten wir auch schreiben können als 0,308 Ohm. Und das ist genau unser Innenwiderstand dieser Spannungsquelle. Das heißt, wir sehen eine Monozelle, wie Sie sie alle kennen, mit einer Nennspannung von 1,5 Volt. Hat einen Innenwiderstand von ungefähr 0,3 Ohm und den konnten wir hier auf drei Stellen hinter dem Komma genau messen.